Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute werden wir den Sauerstoffdom hochbringen. Den haben wir in der vorletzten Folge gebaut. Ich habe nicht mehr irgendwas dran verändert. Und das Ganze machen wir mit der Atlantis 2. Ja, wir werden das einfach hochbringen. Danach kommt noch das Wohnmodul und das Forschungsmodul. Und dann ist die Raumstation so gut wie vorbei. Die Mondstation, die Mondbasis. Und ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. So, der Sauerstoffdom ist geschafft.
Als nächstes kommen das Forschungsmodul und das Wohnmodul. Aber dafür muss ich hier die Sonde ein bisschen verschieben. Die steht nämlich im Weg. Genau hier kommen halt die Sonden hin. Und deshalb muss ich die leider ein bisschen zur Seite verschieben. Ich glaube, das reicht noch nicht. Noch ein Stück. Na, komm, noch ein bisschen. Noch ein kleines Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ein bisschen weiter und noch ein bisschen. Gut, das reicht. Dann sollte jetzt hier genügend Platz sein für die Wohn- und Forschungsmodule. So, da bin ich wieder im Baueditor. Hier haben wir die Atlantis 3 mit einem Wohnmodul obendrauf. Hier noch einen kleinen Tank zum Auffüllen der Mikroraumstation. Und ja, damit fliegen wir jetzt einfach mal los.
Das Wohnmodul ist da. Jetzt müssen wir hier nur noch diese Trümmer einmal löschen. Und die Solarzellen öffnen. Na? Komm schon. Da. Und ja, sieht doch ganz gut aus. Und ich habe eben übrigens noch was vergessen, was eigentlich extrem wichtig ist. Da. Hier habe ich auch vergessen, die Solarzellen zu erweitern. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt fehlt halt nur noch das Forschungsmodul. Und dann ist unsere Raumstation schon so gut wie fertig. Also, weiter geht's. So, Leute, da sind wir gerade im Anflug. Ich habe das jetzt mal einfach rausgelassen. Das ist nämlich eigentlich genau derselbe Flug wie beim Wohnmodul. Es hat halt nur eine andere Farbe, deshalb macht das da wenig Sinn, das alles nochmal aufzunehmen. Deshalb habe ich es einfach rausgelassen. Dann ist es für euch nicht so langweilig. Und wir berühren hier schon fast die Turmspitze vom hier vom Treibstoffsilo. Jetzt fliegen wir langsam dahin, wo wir hin sollen, nämlich genau hier in diese Lücke rein. Und da haben wir aufgesetzt. Und jetzt müssen wir nur noch zurückfliegen. So, ich mach das mal. So, klack, klack. Und dann bisschen Gas geben. Dann gehe ich noch mal schnell zurück. Und speichere mal kurz. Speichern. Trümmer löschen. Die Solarzellen öffnen. So. Dann gehen wir raus und ihr seht, die Basis ist komplett. Sieht schön aus. In der Mitte Forschungs- und Wohnmodul, links unser allererstes Modul, sage ich mal, mit dem Treibstofftank, links davon Solarzellen, hier rechts haben wir die Sonde, Sauerstoffdom, den Kommunikationsturm und den Erzbohrer. Darum werde ich mich gleich kümmern, nicht jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.